Aber wir hätten ihn auch tatsächlich einfach den Schlüssel geben können, ne? Aber dann wäre er nicht so wirklich frei, ne? Denke ich mal. Mal gucken, vielleicht können wir ja noch was mit diesem Schlüssel anfangen. Schauen wir mal. So, hier ist nichts mehr. Auch nicht. Ah, hier. Erkundigen. Ein verborgenes Objekt. Ein herzensguter junger Mann, der sich vor kurzem den ardenten Ritter anschloss. Als sich sein sanftes Wesen als ungeeignet zum Töten von Monstern und Fangen von Verbrechern erwiesen, schlug der Erzbischof vor, er solle seine Fähigkeit lieber in den Nachschubversorgung zum Einsatz bringen. Danke sehr. Verborgenes Objekt. Ja, versuchen wir mal. Hat funktioniert, sehr schön. So, das verborgene Objekt holen wir gleich, Freunde. Jetzt erstmal Information. Verborgenes Objekt. Einst war er ein berühmter Schwertkämpfer in Victor School, der gegen einen Freund und den Meistertitel antrat. Nach dem Tod seines Freundes ließ er die Arena hinter sich und begann ein neues Leben als Kleriker. Gerüchten zufolge ist sein Schwert jedoch irgendwo in den Inneren der Kathedrale verborgen. Geil! Na, das wollen wir uns doch holen, oder? Oh, guck mal hier, neue Leute, Freunde. Ach, mal, haben wir die eigentlich beklaut? Nö, haben wir schon. Energie? Nehmen wir beides. Danke. Verborgenes Objekt. Diese einfache Mutter lief von zu Hause fort, um zu heiraten, kehrte aber nie ihrer Scheidung zurück. Zuerst hatte sie Vorbehalte, was eine Wiedersehen mit ihrem Vater anging, aber nur sorgte sich vor allem darum, über ihre Ersparnisse noch vorhanden sind. Sehr lustig. Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Gucken wir mal, was hat er? Süßigkeiten, nehmen wir. Ein verborgenes Objekt. Ein junger Knabe, der in der Küstenstadt Goldstadt geboren wurde. Gemeinsam mit seiner Mutter kam er nach Flammenhult, wo er zum ersten Mal Schnee erblickte. Vor lauter Neugier geht er jedoch oft verloren. Guck mal, was er noch so zu sagen hat. Mama, die Kathedrale ist ja riesig. So, und dann schauen wir uns hier nochmal um. Hier war auch nichts. Sehr gut. Ah, hier. Ein verborgenes Objekt. Nachdem er die Kirche den Großteil seines Lebens treu gedient hatte, plante er seinen Posten im Alter aufzugeben. Am Ende entschied er sich jedoch und blieb, um den Einfachsritus zu Ende zu bringen, genau wie sein Freund Josef. So. Wir von der Kirche, die heiligen Flammen, verehren unseren allmächtigen Gott Alfric. Wir huldigen auch dem heiligen Symbol seines Geistes auf Erden, der heilige Flamme. Sehr gut. Schwere Klinge, Freunde. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Aber hallo. Aber hallo, Freunde. Die ist eine richtig gute Waffe hier. Die werden wir safe anziehen. Tempo geht zwar ein bisschen runter, aber das ist egal. Die ist richtig gut, die Waffe. Ja, da bedanke ich mich doch. Dankeschön, Dankeschön. Ah, hier ist unser Dad, ja? Mit Kupfer gefüllter Beutel. Geil. Das ist zum Verticken, ne? Aber mal gucken, was das ist hier. Geldbeutel, ne? Auch nicht. Weiß jetzt gar nicht, wo drunter zählt. Das zählt das hier drunter? Nee, ne? Alles. Ach, ist egal. Hier können wir wieder bestehen und gucken. Er sagt gar nichts. So. Aber jetzt haben wir noch ein verstecktes Objekt hier, ne? Da. Olive des Lebens. Eins haben wir aber trotzdem noch.
Wie kommen wir denn da hin? Ah, hier. Stärkende Nuss. Boah, Nüsse, Freunde, könnt ihr nicht genug von haben. Wegen nachher. Nachher kommt der Gott und dann ist eh Feierabend. Da zählt alles, wirklich. Jedes einzelne bisschen kann helfen. Oh, das nehmen wir alles an uns. So, und Gerüchte über einen Ardantenritter, Freunde. Sehr schön, sehr schön. In seiner Jugend handelte er oft waghalsig und unreif. An die Menschen, die seiner Umgebung zu denken, er hat die Ritter verlassen, erinnert sich aber noch gern an den ihn unter seiner Fittiche nahm. Danke sehr. So. Na, komm, wir versuchen es. Schade. Versuchen es nochmal. Ach, schade. Okay, dann lassen wir's. Ja, sehr gut zu wissen. Jetzt haben wir die Information, Freunde, dass er doch wahrscheinlich kein Verräter war. Jetzt gucken wir mal, gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht reicht das auch schon aus, ne? Für den Kollegen hier. Oh, befähigender Ohrring. Müssen wir uns auch anschauen. GP plus 50. Ganz ehrlich? Machen wir bei ihm, oder? Da hat er noch mehr Energy. Der hat ja so schon viel. Dann ist er bei 1000, fast 1400. Das haut rein, sage ich euch. Das sollte sehr, sehr gut sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Aufgabe zurückgeben können. Wir schauen mal, ob das schon ausreichend ist. Dü-dü-dü-dü-dü. Zack, hier sind wir schon. Mir wurde vor kurzem die Ehre zuteil, den Reiher. Mein Vater, haben wir schon. Ah, jetzt hier. Gerüchte über seinen Ardanten, über den Ardantenritter eurer Weisen teil. Natürlich. Schwupps, das war's schon, Freunde. Müsst einfach nur da hinten hingehen und dann seid ihr ready. Ihr sagt, ihr habt einen Weggefährten meines Vaters getroffen. Seine Waffenbrüder schätzen ihn außerordentlich. Da muss ein Irrtum vorliegen. Seine Vorgesetzten vertrauten ihm ebenso wie die Männer, die an seiner Seite dienten, ganz zu schweigen vom gewöhnlichen Volk. Zu Lebzeiten wollte mein Vater mir nie erzählen, was zu seiner Entlassung führte. Ich verfluche ihn sogar dafür und warf ihm vor, Schande über die Ardantenritter gebracht zu haben. Aber man sollte niemals voreilig handeln, ne? Das ist natürlich jetzt blöd für ihn. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er mich anstarrte, völlig stiel und regungslos, als ich ihm diesen schrecklichen Dinge an den Kopf warf. Wie konnte ich nur so blind sein? Natürlich müssen ihn irgendwelche Umstände zu einem Verhalten gezwungen haben. Es ist die höchste Pflicht der Ardantenritter, Pilger zu beschützen, die im Schein der heiligen Flamme zusammenfinden. Ich wusste, dass mein Vater sie nicht im Stich gelassen haben konnte. Ich wusste, dass er der Mann war, für den ich ihn immer hielt. Vielen Dank. Entschuldigung. Mein Dienst in der Reihen der Ardantenritter hat nun einen neuen Sinn. Und während ich dabei das Reich durchquere, werde ich versuchen, die Schritte meines Vaters zurückzuverfolgen, um herauszufinden, was ihm damals widerfahren ist. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder. Bis dahin. Sehr gut, Freunde. Den werden wir bestimmt noch mal treffen. Der hat bestimmt noch eine Aufgabe für uns. Und somit ist eine harte Nuss. Und somit ist wieder eine Aufgabe erledigt, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Und abonnieren nicht vergessen, Freunde.